Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich kann. Und in der heutigen Folge werden wir uns mit dem Thema WG-Leben beschäftigen. Wir werden einen Brief besprechen, der das WG-Leben erklärt, anschließend eine Übung zum Vervollständigen von fehlenden Buchstaben machen und am Ende die Lösungen durchgehen. Lasst uns anfangen. Lieber Peter, vielen Dank für deine Frage zum Thema WG-Leben. Ich möchte dir gerne einige Informationen darüber geben, wie es ist, in einer WG zu leben. Viele Studenten entscheiden sich dafür, in WGs zu wohnen, weil die Miete dadurch günstiger wird. Natürlich gibt es auch einige Herausforderungen. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Fabian sich ärgert, weil Dana das Geschirr nicht gespült hat. Manchmal ist der Kühlschrank leer und deshalb müssen wir eine Einkaufsliste schreiben. Es kann auch vorkommen, dass Eleni Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, weil die Musik zu laut ist. Unsere Katze wird manchmal unruhig, wenn sie noch kein Futter bekommen hat. In solchen Situationen ist es wichtig, miteinander zu sprechen und Lösungen zu finden. Apropos Komfort, die Heizung ist oft an, was dazu führt, dass Eleni das Fenster schließen muss. Da die Heizung immer an ist, müssen wir auch mehr Geld für die Heizkosten bezahlen. Trotzdem funktioniert unsere WG gut, weil wir offen über Probleme sprechen und gemeinsam Lösungen finden. Wir in der WG mögen es auch, ab und zu Partys zu veranstalten und Freunde einzuladen. Das sorgt für eine gute Stimmung und stärkt unsere Freundschaften. Ich hoffe, diese Informationen helfen dir, einen Einblick in das WG-Leben zu bekommen. Wenn du noch weitere Fragen hast, zögere bitte nicht, mich zu kontaktieren. Liebe Grüße. Alberto. Jetzt möchte ich euch eine Übung zum Vervollständigen von fehlenden Buchstaben vorstellen. Eure Aufgabe ist es, die fehlenden Buchstaben in den Wörtern zu ergänzen. Hier ist eine Liste der fehlenden Buchstaben, um euch bei der Aufgabe zu helfen. Übungsdurchführung? Ich gebe euch jetzt ein paar Minuten Zeit, um die Übung selbstständig durchzuführen. Viel Erfolg! In Ordnung, lasst uns nun die Lösungen gemeinsam durchgehen. Das war unsere Übung zum Vervollständigen von fehlenden Buchstaben.
Ich hoffe, ihr konntet dabei eure Sprachkenntnisse verbessern und habt ein besseres Verständnis für das WG-Leben bekommen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr solcher hilfreicher Videos sehen möchtet, abonniert bitte meinen Kanal, ja ich kann, und aktiviert die Glocke, um Benachrichtigungen über neue Videos zu erhalten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte einen Daumen hoch und teilt es mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal.